Wir gehen. Und zwar in die Richtung, in die wir eigentlich wollten. Naja, wenn dir hier oben wieder was gibt, dann hole ich das mir. Das kann man gut verkaufen. Wie kann ich das am besten jetzt kaputt machen? Pfeile? Habe ich jetzt gerade ernsthaft einen Feuerpfeil benutzt? Oh! So geht's. Einfach aufladen. Da vorne auch noch was, oder war's das? Da drüben ist noch was, da glänzt irgendetwas. Ich habe nur einen Pilz. Da oben ist noch eine Truhe, die möchte ich gern haben. Oder irgendwas anderes. Da oben ist auf jeden Fall irgendetwas. Ein verrostetes Schwert und nichts Besonderes. Okay. Da oben gibt es noch einen. Aber die andere Markierung, die checke ich nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwo einen? Nö. So, dann nehmen wir das kaputte Schwert noch schnell. Na, komm schon. So, und jetzt geht's weiter. Aber wir holen uns auch noch die Truhe schnell da oben. Wenn wir schon mal hier sind. Ein Opal. So. Jetzt geht's aber weiter. Wir haben jetzt auch schon ein eigenes Pferd, das ist doch super. Schon mal gut markiert.
Dann geht die Reise auch ein bisschen schneller. Oh. Ups. Tut mir so leid. Naja, nicht wirklich. So. Pferde. Truhe. Und Gegner. Die holen uns schnell. Aber nicht zu weit. Gleich hier bleiben. Immer wenn sie rumspringen, bemerken sie mich irgendwie. Erledigt. Ne, den Bogen brauche ich nicht. Was hat einer überlebt? Ernsthaft? Ja, dann killen wir es aber gleich. Bäm. Ja, Eisen haben wir halt auch nicht mehr lang. Das hat aber ziemlich lange gehalten. Ja, das war ziemlich gut pariert. Eine Pfeile würde ich nehmen, aber einen Bogen brauche ich keinen. So. Ein Opal. Ein Soldatenschild. Sieht man, welches länger hält? Nee, gell? Oh, sorry. Ich wollte dich nicht anreiten. Es sind ziemlich viele, die so. Hateno-Festung. Dieser Wächter.
Jetzt benimm dich. Da hinten. Aber davor interessiert mich eigentlich noch, wo ist dieser Turm? Für dieses Gebiet. War der nicht hier irgendwo in der Nähe? Hier ist er. Ziemlich in der Nähe. Gegner verstecken sich hier überall. Böse Gegner. Böse Bockblinz, naja. Ganz kurz stoppen. Ich habe hier irgendwo. Ja, jetzt sehe ich es nicht mehr. Scheiße. Wir müssen eh da nach oben. Aber ich frage mich halt schon, ob wir irgendwie danach hochkommen. Aber das war ja nicht wirklich schwer. Warum pariert er nicht richtig? Und zack. Ah, das Schild haben wir ja schon mal. So. Da drüben lebt noch mal einer. Tschüss. Reiseschwert nehmen wir mit. Alter, Vorsicht. Brutaler Angriff wieder mal. Hyrule Reis.
So, alle erledigt. Denke ich jedenfalls. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Ich hoffe, wir reiten hier richtig, aber ich denke schon. Hier geht's nach oben und der... Weil es halt zeigt ja sozusagen auch nach oben. Es sind aber überall Gegner, man muss hier echt aufpassen. Viel, viel mehr als sonst irgendwo. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, scheint. Hatino, wir sind da. Wow, Vorsicht. Wer da? Bist du ein Eindringling? Nein, ein Reisender. Stimmt schon. Du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also, wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Okay. Da ist ein Schrein. Das sieht doch cool aus. Das Dorf gefällt mir. Da drüben gibt es auf jeden Fall einen Medizinladen. Auf jeden Fall mehr wie... Sehe ich das auch alles schon auf der... Nein. Schaue ich mich schnell um. Ein Waffenladen, Rüstungsladen und sowas fehlt einfach noch. Hier kann man kochen. Ja, aber scheint nicht so, als ob es hier noch irgendetwas Spezielles gibt. Auch hier so eher Mainstream-Läden. Was ist denn das da drüben? Ist das ein Schrein? Wie kann das sein, dass wir den schon gemacht haben? Wir waren hier noch nie. Warum ist denn der blau? Okay. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will, deswegen, ja. Yeah. Oder ist er einfach noch gesperrt? Könnte natürlich sein, aber... Komisch. Na gut. Die ganze Stadt schauen wir dann uns im nächsten Part auf jeden Fall an. Aber so vom Ding her sieht die auch ziemlich cool aus. Kakariko fand ich ein bisschen klein. Die ist jetzt schon größer. Hat zwar jetzt nicht wirklich viel mehr Läden, aber muss ja nicht mehr Läden... Ach komm, den einen Laden können wir noch anschauen. Den Gruselladen vorne. Der mit dem Topf. Wahrscheinlich ist aber wieder ganz normaler Essensladen oder so.
Nö. Holzpfeile bekommt man hier. Bombenpfeile. Oh, 10 Stück, 350, übertreibt halt. Nochmal Bombenpfeile. Das ist ein einziger Bombenpfeil, 50. Holy shit. Milch. Maxi-Trüffel. Eier. Geht's oben noch weiter? Betten, okay. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht mit meinem Hinterteil begrüßen. Was? Das ist ein Holzpfeil-Set mit 5 Stück. Interesse? Ja. Oh, ist voll teuer. Ja, klingt super. Ja. Hallöchen, kann ich dir helfen? Ich will was kaufen. Wenn du das kaufen möchtest, nimm es einfach direkt in die Hand. Was verkaufen. Sehr gern. Was möchtest du verkaufen? Aha. Die Kraft von Blitzen zu erhalten erzielt hohe Preise. Das ist halt immer die Frage, bringt mir das was, wenn ich die behalte, oder soll ich die am... Wow. Ausdauermedizin 100. Die habe ich doch selber hergestellt, oder? Oder habe ich die geschenkt bekommen? Krass, okay. Also die Nahrung, das Nahrungszeug, auch das gibt ziemlich viel Geld. Außer das natürlich. Die Matsche mal wieder. Okay. Tschüss. Dann schauen wir mal kurz noch im Kleiderladen vorbei. Der wird wahrscheinlich eh viel zu teuer sein, aber egal. Okay, der sieht schon besser aus. Ah, eine Kapuze. Die sieht zwar besser aus, aber... Die gleiche habe ich auch. Das Gewand wäre halt schon geil. Hat eine Dreierstärke. Winterwams. Hat die gleiche Stärke, aber einen Kälteschutz. Hylia Beinschutz, okay. Hylia Rüstung. Ja, das sieht nice aus. Und Hylia Helm. Ja, das wäre natürlich die ultimative Rüstung jetzt für den Anfang oder so. Da könnten wir viel, viel mehr aushalten. Aber ich hatte leider alles zu teuer. Den Helm würde ich mir eh nicht kaufen. Leider weiß ich nicht, wie ich an das Geld rankommen soll. Obwohl die jetzt warme Kleidung der Bergbewohner dank des dicken Stoffs und der Handschuhe bleibt die Körperwärme erhalten. Also heißt es, mit dem Kälteschutz kann ich schon in Eisgebiete. Was kostet der hier? 120. Oh. Ich hätte eigentlich schon gern den hier. Weil der hat halt die gleiche... Wie viel kann ich denn davon mitnehmen? Genug. Also von daher, ich kann auch hier... einfach mal schön alles mit einpacken. Theoretisch. Ich habe natürlich nicht so viel Geld, aber... Ich bräuchte 200, gell? Für die zwei. Mhm. Hi. Willkommen. Hier bei Zephyr finden Sie alle Arten von Kleidungsstücken, von Alltagsmode bis zu Schutzkleidung für Krieger. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum so versteckt? Ah? Sie meinen, ich bin hier in der Ecke schlecht zu sehen? Aber ich muss hier stehen.
Das ist mein Lieblingsplatz. Bitte haben Sie Verständnis. Ich will verkaufen. Mhm. Und gefunden werden. Er besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Wäre mein Lösungsbuch schon da? Ich habe mir extra das Collectors Editions Lösungsbuch im richtigen Einband gekauft. Kostet 30 Euro im Übrigen für das Spiel. Nicht um irgendwie storytechnisch oder sonst irgendwas mitzubekommen, aber gerade sowas, wenn es um Zutaten geht, die man brauchen kann, für was man die brauchen kann, gerade für das habe ich es mir eigentlich geholt. Und das wäre halt ziemlich interessant, das dann nachzulesen. Ob ich jetzt Topaz verkaufen kann. Oder ob es dann heißt, Topaz brauchst du eigentlich, mit einem Topaz kannst du 100, was weiß ich, für Pfeile zum Beispiel herstellen oder was auch immer. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Ich gehe jetzt einfach her und verkaufe von Danny halt noch ein paar, aber obwohl, das reicht eh nicht. Ich brauche 60, muss ich machen. Das heißt, 20 davon müsste ich verkaufen. Komm, verkaufen von denen ein paar. 10 Stück sind schon 80. Ja, Kleidung. Ja, ich trage es gerade. Moment. Ich entkleide mich für sie schon. So. Na, wie sehe ich aus? Willkommen bei Zilfe, wo man einem nackten Mann nicht zu tief in die Tasche greift. Ha! Witzig. Ich will verkaufen. Sie muss sich konzentrieren. What the fuck? Komische Andeutung von dem Spiel, aber gut. Nichts mehr. Krieg ich das vielleicht jetzt günstiger? Nein. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Wintermams. Ja. Cool. Und schon sehen wir schon etwas besser aus. Cool. Ja. Das wollte ich tun. Ist da sonst schon was in deinem Haus, was ich klauen könnte oder so? Nein, Spaß. Ich meine natürlich lesen. Nein. Nö. Gut, dann schauen wir aber auch noch im Trankladen vorbei. Wenn wir gerade schon dabei sind. Der ist da. Hallo. Hey, hereinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hartenno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleider in deinem Lieblingston. Ja, okay. Gut, dann warte kurz da oben. Es ist Tradition bei der Hartenno-Färberei, die ganze Garnitur vom Kragen bis zur Sohle auf einmal zu färben. Dann wählen die Farbe, mit der wir färben sollen. Das zu färbende Kleidungsstück ziehst du einfach an. Um welche Farbe handelt es sich? Ah, okay. Oh, okay, interessant. Ich hätte es gesagt, schwarz sieht ziemlich nice aus. Doch nicht. Wollte ich nur mal ansehen, okay. Funktioniert aber. Aber hier kann man auch irgendwie zufällig Tränke herstellen, oder?
Oder ist es nur der Farbenladen? Hm. Anscheinend doch nur der Farbenladen oder so. Steht jetzt irgendwo dran. Färberei, ja. Nun gut, dann war's das für diesen Part, meine Freunde. Im nächsten Part geht es weiter bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich drauf. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo. Oder einfach einen Kommentar abgeben, wie ihr diesen Part fandet. Einfach eure Meinung, ein kleines Feedback oder so. Würde mich freuen und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.